Stichwort Europa, bilaterale. Europa an sich selber ist zweigeteilt über unseren Entscheid von gestern. Wie hast du die Reaktionen von Europa wahrgenommen, Pirmin? Ja, also einerseits hat man natürlich das offizielle Europa von Brüssel, von der Kommission, weil ich ein sehr knappes Kommuniqué herausgegeben habe, dass sie den Entscheid sehr bedauern. Auf der anderen Seite haben wir auch Rechtspopulisten in den Niederlanden oder auch in Großbritannien, die schon fast Frankreich, Front National, die schon frohlockt haben über den Entscheid. Ja, es ist sehr zweigeteilt. Aber ich meine, man muss auch sehen, dass die Rechtsnationalen oder Rechtspopulisten, dass die meistens nicht unbedingt in der Regierung sind und dass man eher mit denen müssen jetzt verhandeln, wo der Entscheid bedauert. Ich möchte ganz kurz schnell einen Abstecher machen auf Deutschland. Und zwar das Pendant von unserem Polit-Talk in Deutschland. Das heisst Jung und Naiv. Das ist eine Sendung vom Moderator, vom Thilo Jung. Und wir haben für euch jetzt etwas vorbereitet, das jetzt eingeblendet wird. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Und zwar: Eine Mehrheit darf nicht über Minderheitsrechte entscheiden. Niemals. Das versteht die Schweiz irgendwann auch noch. Wenn ihr jetzt das leset, Herren. Was sagt ihr dazu? Ja, das ist die rechte Demokratie, oder? Ich meine, das ist, wir kennen das Initiativrecht, dass wir über so Sachen können abstimmen können. Und schlussendlich ist es auch die Tyrannei der Mehrheit. Also die Mehrheit entscheidet schlussendlich. Aber ich glaube, bis jetzt hat man es doch immer noch, hat es der Bundesrat auch geschafft, dass man so heikle Sachen oftmals hat können so umsetzen oder implementieren, dass es doch nicht so, dass man die Minderheiten nicht gerade sehr extrem ihren Rechten beschneiden. Aber es wird sicher jetzt eine grosse Herausforderung in diesem Fall. Es steht hinten innen von der Meier Daniela: EU-Eintritt nein. Rineo? Es wird sich weisen in Zukunft, ob das aus Sicht von der Daniela ob das eintrifft, ob man wirklich nicht beitreten. Ob die Schweiz nicht Verhandlungen aufnimmt. Wir haben vorher darüber diskutiert, was die nächsten 5 Jahre könnten geben. Und wir haben das Gefühl gehabt, es ist ziemlich viel sehr offen. Also man muss sich gut überlegen, was man macht in Zukunft. Und wenn man jetzt zum Beispiel die bilateralen Verträge aufkönnt, man weiß nicht genau, was das heisst. Also sag doch zum Schluss, was ist denn dein Wunsch, was das jetzt in der Schweiz soll passieren? Schlusssatz. Also mein Wunsch ist, dass man eine vermehrte Diskussion über Integration führt, dass man aufeinander zugeht, dass man irgendwie auch probiert herauszufinden, wieso dass so viele Leute Ja sagen zu so einer Initiative, dass man da wieder zueinander findet. Danke, Lineo, für das. Schlusssatz von dir, Pirmin, ganz kurz zu der ganzen Geschichte. Ja, ich hoffe, dass wir nicht zu viel Geschirr zerschlagen haben mit der EU, mit Brüssel, dass wir da gemeinsam, dass sie auch ein Stück weit das Verständnis haben über den Entscheid und dass wir einfach zusammen eine Lösung finden, wo dann für beide annehmbar ist. Pirmin und Rineo, vielen Dank für den Talk. Sehr informativ gewesen und euch natürlich weiterhin alles Gute. Ihr doktoriert bald, also ja. Drücken wir die Daumen und eine gute Zeit. Danke vielmals. Danke euch daheim fürs Zuschauen. Ich sage es nochmal. Statement von Anjan Liebrand, vom jungen SVP-Präsident, tun wir bei uns auf der Facebook-Seite. Das könnt ihr jetzt selbstverständlich auch noch anschauen. Jetzt sagen wir nochmal Merci, wünschen einen schönen Abend und bis bald. Ade zusammen.